Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Training im Sitzen für eine aktive Verdauung. Wir werden unseren Darm etwas aktivieren, indem wir zum Beispiel auch Drehungen machen oder Beugungen machen, durch die Atmung, durch Massage abklopfen. Mach natürlich so mit, wie es dir gut tut. Und starte in einer aufrechten Haltung. Das heißt, du rutschst auf die vordere Hälfte deines Stuhles, sodass dein Becken eigentlich schon von fast alleine ganz leicht nach vorne kippen kann. Du sitzt auf deinen Sitzbeinhöckern, die du hier spürst, oder auch ganz leicht davor. Denk dir eine Krone auf deinem Kopf, die du nach oben in Richtung Decke schiebst. Und konzentriere dich einen Moment nur auf dich. Wenn du möchtest, schließe die Augen. Und nimm dich wahr. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Atem an? Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Mit dem nächsten Ausatmen öffnest du wieder deine Augen, lass deine Schultern ganz entspannt nach hinten kreisen. Du kannst auch rechts und links nach hinten kreisen. Einfach so ein bisschen mobilisieren, auch deine Arme hängen lassen, deine Faszien bewegen und geschmeidig machen, durchsaften, damit auch die Muskulatur natürlich. Unsere Faszien umkleiden alle Organe, alle Muskeln, durchziehen uns wie ein in Orange, wenn man die durchschneidet in der Mitte, dann sieht man die weißen Häute. Genauso durchzogen ist unser Körper mit diesem Fasziengewebe, mit dem Bindegewebe. Und wenn wir das Bindegewebe bewegen, dann bewegen wir natürlich auch die Organe. Also streck dich jetzt und räkel dich in alle Richtungen. Vielleicht möchtest du dich jetzt schon drehen, zur Seite neigen oder auch mal beugen und mal strecken. Und vielleicht auch mal gähnen. Also räkeln und strecken zwischendurch ist immer eine wunderbare Übung, auch für die Verdauung. Dann kommst du wieder zurück und nimmst deine Hände mal zu ganz lockeren Fäusten, sodass du jetzt mit deinen Fingern mal deinen Bauch leicht abklopfen kannst. Also einfach mal im Uhrzeigersinn. Deinen Bauch klopfen, du kannst mal weiter außen sein, mal ein Stück weiter innen, Dünndarm und Dickdarm abklopfen, ist auch nacheinander in deinem Tempo, so wie es für dich jetzt angenehm ist. Durch Druck, den wir jetzt gerade natürlich erzeugen, aktivieren wir auch alle Rezeptoren innerhalb unserer Faszien, das heißt, es verbessert sich auch die Wahrnehmung. Und vielleicht merkst du, dass es ganz angenehm ist, oder? Mal wieder schauen, ob du vielleicht noch weiter nach außen möchtest. Und auch ein bisschen weiter nach innen. Dein Atem fließt. Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück und legst die Hände auf die Oberschenkel ab, entspannst dich. Starte jetzt mit dem Becken nach hinten, versuch auf eine Seite zu kommen, komm nach vorne und zur anderen Seite. Kreise jetzt. Mit deinem Becken ganz entspannt. Und das Ganze dann auch in die andere Richtung natürlich, zur Seite, zurück. Zur Seite nach vorne.
atmen. Und noch einmal genau so. Dann wieder aufrichten und deine Beine etwas weiter in die Grätsche nehmen. Atme aus und mit dem Einatmen beginnst du deinen Oberkörper über die Seite ganz weit nach vorne zu kreisen und atmest aus, kommst wieder zur Mitte. Dann andersrum einatmen. Ein. Deinem eigenen Atemrhythmus arbeiten, deinen Oberkörper bewegen. Und wenn du ausatmest, dann versuche den Bauchnabel ganz sanft Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Das heißt, du aktivierst den tiefen, queren Bauchmuskel und gibst leichten Druck auf deine Organe. Versuch das mal. Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück und schließ deine Füße wieder etwas mehr. Einatmen, dich lang strecken. Und wenn du jetzt ausatmest, drehst du dich so weit wie möglich auf eine Seite, halte dich ruhig am Stuhl fest, egal wo, und drücke hier ganz leicht mit der Hand gegen den Oberschenkel. Aufrichten. Atem fließen lassen, einige Atemzüge diese Position halten. Atme aus, komm langsam wieder zurück. Ein, strecken. Ausatmen zur anderen Seite. Leichter Druck und halten. Und ausatmend ganz langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Mit dem nächsten Ausatmen holst du ein Knie, richte dich auf, die Beine etwas mehr schließen, fass deinen Unterschenkel und versuch dein Knie möglichst hoch zu dir ranzuziehen. Halte ganz knapp unterhalb von deinem Knie, Knie Richtung Bauch. Aufrichten. Wieder lösen. Und das Ganze auch mit der anderen Seite aufrichten, ausatmend anheben. So fest wie du kannst. Und dann ganz langsam wieder lösen, entspannen. Nimm ein Bein jetzt nach hinten, das heißt, du setzt dich auf die äußere Hälfte des Stuhles, halte dich rückfest, nimm dein Bein ganz weit nach hinten, so weit wie möglich, zeig es dir mal mehr von der Seite und
Versuch das Bein zu strecken und richte dich auf. Spür die Dehnung hier im Hüftbeugemuskel. Und wenn du möchtest, nimmst du, wenn rechts hinten ist, den rechten Arm nach oben und neigst dich zusätzlich ein Stück auf die linke Seite. Spür die Dehnung. Lass deinen Atem fließen. Und komm dann ganz langsam wieder zur Mitte zurück und wechsel gleich deine Seite. Mach es auch wieder seitlich zu dir, weit nach hinten. Halte dich ruhig fest, wenn du das Gefühl hast, es wird dir zu unsicher auf dem Stuhl. Ferse schiebt, Oberkörper aufrichten und vielleicht sogar noch mit der Hand zur Seite ziehen. Becken parallel zu mir. Und immer wieder Nase ein und Mund ausatmen. Und dann kommst du mit dem Ausatmen ganz langsam wieder zur Mitte zurück und setz dich in die Aufrichtung auf die vordere Hälfte deines Stuhles, hüftschmal geöffnet. Und wenn du möchtest, einen Moment noch einmal die Augen schließen. Und jetzt versuch ganz tief in deinen Bauch einzuatmen. Lass deine Bauchdecke sich heben und mit dem Ausatmen durch die Lippenbremse den Bauchnabel sanft Richtung Wirbelsäule ziehen und deine Organe etwas massieren. Nase ein. Lass deine Bauchdecke sich heben und Mund aus und deine Bauchdecke senkt sich. Du kannst auch gerne deine Hände auf deinen Bauch legen, um dieses Einatmen nochmal bewusster wahrzunehmen. Noch einmal und mit dem Ausatmen deine Augen wieder öffnen, entspannen. Wenn du möchtest, schüttelst du dich so ein bisschen durch, den ganzen Körper einmal durchschütteln und durchrütteln. Ist immer angenehm, oder? Und dich ruhig nochmal strecken. Und räkeln. Vielleicht hat dir die ein oder andere Übung ganz besonders gut getan. Mach sie öfters im Alltag. Lohnt sich. Und wenn es nur ein Strecken und Räkeln ist oder eine Rotation, immer mal wieder in den Alltag mit einbauen. Atme aus und entspanne dich. Und wichtig ist auch immer wieder an die Aufrichtung denken, egal ob du sitzt oder stehst. Das entlastet auch den Beckenboden. Dann hält er die Organe schön innen oben und natürlich den Nacken entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir hat es gut getan. Ich freue mich natürlich, wenn es dir gut getan hat, über ein Gefällt mir unten, über einen netten Kommentar. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Der Link wäre unten unter dem Video. Da steht deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, dann kannst du auswählen, mit wie viel im Monat du das tun möchtest. Monatlich 2,50, 5,10 Euro, 20. Was ist dir wert ist. Natürlich freue ich mich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!